Was geht, Jungs? Ein paar Stunden vor der Reise mal wieder erneut nach Regensburg. Wir sind hier gerade, vielleicht wisst ihr es, in Warnemünde. Alles schön dunkel. Guckt euch mal diesen Hintergrund an hier. Der Teepot und dann natürlich der Leuchtturm. Meine Bahn fährt ungefähr um 5 Uhr morgens. Und da gab es ja zuerst das ein oder andere Problem mit der 3G-Plus-Regel, die einfach einen Tag vorm Spiel beschlossen wurde und dann zurückgenommen wurde. Jetzt ist wieder alles normal, deswegen werden wahrscheinlich auch viele Hansa-Fans doch vor Ort sein. Ne, zum Glück. Jeder Support ist wichtig. Also ich bin heiß, mal wieder nach Regensburg zu fahren. Hab Bock. Ne? Ja, das DFB-Pokalspiel lief ja schon sehr erfolgreich. Und vielleicht bin ich ein Glücksbringer. Keine Ahnung, wer weiß. Das Riesenrad hat noch auf. Willst du da rein? Ja. Wollen wir da rein? Das bleibt abzuwarten. Mit passender Musik. Stimmen wir uns schon mal ein für morgen. Ne? Mindestens ein Punkt. Da hinten ist es, das Riesenrad. Und viele wissen es ja, Warnemünde, einer der beliebtesten Urlaubsorte in Deutschland. Die machen ja richtig ernst hier, Mann. Guckt euch das mal hier an, ey. Was soll ich mir denn reinziehen? Das ist hier die Frage. Mutzen oder Krebs oder so, keine Ahnung. Ich habe hier auch einen Abonnenten getroffen. Sehr korrekter Junge. Was geht? Am Ende ist es Crepe geworden und ja, Riesenrad wird wohl nichts, da fährt keiner mit. Jetzt kommt der Tester, 4 Euro hat das Ganze gekostet, das muss aber auch Premium Nutella sein. Schmeckt sehr gut, aber eigentlich wie jeder Crepe. Ab geht's in die Broilerbar, ich bezweifle aber, dass wir einen Platz bekommen. Immer eine Schlange, Alter, wie damals in der DDR, wie meine Mutter und mein Opa immer sagt. Viele, die dort auch schon das ein oder andere Mal waren, wissen, wie voll es da immer ist. Deswegen zum Mitnehmen. Ja, das wird sich jetzt reingezogen mit Pustersoße und Curry Mayo. Boah, das, sage ich euch, müsst ihr euch holen, wenn ihr mal da seid. Wenn ihr auch Glück habt und mal rankommt, ne? Also wie gesagt, Wartezeiten sind da bis zum Gehtnichtmehr steht ihr da an, das ist verrückt. Auf geht's, 3.30 Uhr am Morgen, boah, gar nicht geschlafen eigentlich, ja, vielleicht 2 Stunden. Und jetzt fahren wir von Rostock nach Hamburg und dann von Hamburg nach Regensburg. Auf dem Auswärtssieg oder wenigstens einen Punkt bei Regensburg, ihr wisst es, 2. Platz, nicht zu unterschätzen. Wieder mit einer Stunde Verspätung. Ah, das kennen wir ja schon alles hier, deswegen Hauptsache wir kommen pünktlich ins Stadion. Meine Bahn einfach über eine Stunde Verspätung, aber das hat einen Grund. Und zwar war da irgendwie eine Messerstecherei oder sowas. Nicht in meinem ICE, sondern im anderen. Muss ich sagen, habe ich natürlich Glück. Jetzt bin ich gerade so spät dran. Gefunden, jetzt durch den Tunnel, Jungs. Gerade die ganze Zeit bei den Hansa-Fans gewesen, aber ich komme ja nicht in den Auswärtsblock. Ich muss ja bei Regensburg rein. Aber alles geschafft. Ich glaube noch 10 Minuten oder so. Aber die Schlange ist lang. Geil. 3 Minuten vor Anpfiff, ich muss rushen, aber es hat alles geklappt. Boah, ey, wieder kurz vor knapp, aber ihr kennt das, immer pünktlich. Und jetzt geht's rein und mal schauen, wie das Ergebnis aussieht. Ich habe schon gesehen, Hertel spielt sehr defensiv. Ich hoffe nicht, dass das schief geht. Guckt euch das an, einfach perfekt zum Anpfiff. Junge, gerade auch noch sehr korrekte Hansa-Fans getroffen. Grüße gehen an euch raus. Viel voller als im DFB-Pokal, ey. Oh nein, oh nein. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ey. Oh shit, oh shit. Fast das 1-0. Viel mehr los als im DFB-Pokal. Was ist denn hier los? Oh,
Alter, was war das denn? Halbwegs Chance, sagen wir es mal so. Na, Stimmung wieder krank. Schieß! Komm! Ey, das wäre so eine gute Chance gewesen. Nochmal! Perfekt im Winkel, meine Fresse. Aber ist egal, Jungs. Wir kommen noch. Okay, Mann, hier, Regensburg verschenkt Kaubonbons. Habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, locker vergiftet. Nein, Spaß. Wird sich reingezogen hier. Kann man das überhaupt sehen? Ich weiß es nicht. Aufwachen, Mann. Folge mit der neuen Fiese. Folge. Schieß. Jo! Den macht er! Den macht er! Den macht er gut! Yes! Was ein schönes Ding, ey! Sauber! Schalo! Richtig, 43. Minute. Geil, geil, geil. Apfelschirr. Er pfeift, er will, ich seh's doch. Ey, macht doch Halbzeit. Ja, ey, meiner. Oh. Jetzt ist Halbzeit. Boah, wichtig noch der Ausgleich vor der Pause. Muss man sagen, Traumtor von Regensburg. Aber eigentlich so ausgeglichen, ne, die Chancen. Guckt euch mal an, hier die zwei Ehrenabonnenten. Du warst beim letzten Mal schon im DFB-Pokal dabei, ja, genau. Ne? Gewinnen wir das noch, oder? Ich glaube 3-1. 3-1. Ich sage euch ehrlich, ich nehme auch einen Punkt. Meine Eltern und ja. Du brauchst keinen mehr, ne? Nö, alles gut. Alles klar, Jungs. Ahu, auf. Also ich grüße noch meinen Onkel und den Freund von meinem Opa, Robert. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall Ehrensupporter. Einfach bei beiden Spielen da gewesen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss mich hier natürlich auch ein bisschen bedeckt halten. Heute sind ein bisschen mehr Fans am Start. Deswegen auch der ein oder andere Regensburg-Fan vor mir. Ne? Immer mit Bedacht, Jungs. Und jetzt Auswärtssieg, zweite Hälfte. Auf geht's. Jetzt spielen sie auf unser Tor und es gibt kein Nebel. Ey, es gibt einfach kein Nebel, Jungs. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh, oh, oh! Ja! 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 Yes, yes, yes! Aus der zweiten Hälfte. 2-1. Wir
Der war gut. Der war gut. Der ist gut. Ja! Ich glaub's nicht! 3-1! Schalo! 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 Wie kommen die aus der zweiten Halbzeit? Was haben die genommen schon wieder? Meine Frage, was haben die in der Halbzeit genommen? Ah, da stimmt doch was nicht. Krank. Baumritze, Junge! Mamba jetzt drin, Jungs! Mamba, komm! Mamba P! Lass den Mann da doch! Ja! Schieß! Oh. Ich spiele so gut heute! Gute Posi! Aber Kolke hält den Jungs! 72 sind bloß jetzt kein Anschlusstreffer, wie ihr wisst, wie es beim DFB-Pokal war, die 2-Tore-Führung. Einfach kein Gegentor jetzt. Boah, weg da, ja, ist weg, hab ich gesehen mit Auge. Komm, Mamba! Lauf, Junge! Nix! Hey, das war doch nix! Sag mal! 81. Minute, es sieht gut aus. Bloß kein Anschlusstreffer. Bloß kein Anschlusstreffer. Und dann zittern wir wieder. Aber ich glaube, heute wird das nicht passieren, weil es ein Trikot gibt. Das weiß keiner. Das weiß nur er, Kolke! Da kommt noch ein viertes. Also wenn das jetzt passiert, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich Hellseher. Oh ne! Oh, 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 jawohl! Oh! Jetzt! Also jetzt aber! Das wird's! Das wird's! Das wird's! Ja! Abseits. Scheiße. Oh. Ey, da kommt hier gerade ein Hansa-Fan vorbei. Der so, ey, und jetzt passiert noch das Tor. Aber da passiert nichts mehr, oder? Ey, ich glaube, das ist Musik. Muss. Definitiv. Hier, oder? Ja, wir kommen von hier in der Nähe. Ich habe letztens ach, krass, okay. Ein Video von dir auch vom Jahr gesehen. Warst du im DFB-Pokal auch da? Nein, leider nicht, aber ich habe das Video gesehen von dir. Ah, ja, okay, ja, nice. Freut mich auf jeden Fall. Kämpfen und siegen! 4 Minuten Nachspielzeit, Jungs. Ich hab Angst, Mann. Oh, nee. Jawohl. Ey, haut den Ball da raus. Ecke. Wenn die jetzt das noch verkacken, dann raste ich aus. Ach du Scheiße. Ja! Er geht daneben! Yes! Schala! 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 Er geht daneben! Und wir haben 3 Punkte! Ja! Unglaublich! Wir sind wieder da! Erste Niederlage für Regensburg! In Regensburg! Und Martin Max, die Legende, auch hier dabei. Geil! So, dann schauen wir mal ganz kurz aus dem Einspiel. Hansa Rostock! Auswärtssieg! 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 Hey, 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 hey!
Hallo mal wieder, Junge! Gibt er schon wieder sein Trikot oder was? Das gibt's ja gar nicht. Der gibt schon wieder sein Trikot. Hätte ich jetzt nicht irgendwie Zeitdruck oder so, hätte ich jetzt hier noch gewartet, bis die Spieler kommen. Was ein Spiel. Ey, gut aus der zweiten Hälfte gekommen. Ich habe keine Ahnung, was Hertel da angesprochen hat. Es war auf jeden Fall einfach das Richtige. Durchgezogen, direkt das 3-1 gemacht. Am Ende noch mal ein bisschen Zittern angesagt. Oder war dann Zittern angesagt mit dem Gegentreffer zum 2-3, habe ich nicht ganz gesehen. Aber ja, wir haben es gehalten, die 3 Punkte mitgenommen. Und wie gesagt, ich glaube, das war die erste Niederlage für Regensburg. Trotzdem natürlich alles Gute an euch. Ich habe ja auch den einen oder anderen korrekten unter den Kommentaren gesehen. Deswegen, ja, ihr seid der Zweiter. Ihr könnt heute mal verlieren und uns ein paar Punkte abgeben. Ne? Wir brauchen jeden Einzelnen dringend. Und ja, jetzt geht's zurück. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mit 3 Punkten im Sack fährt sich das Ganze noch mal ein bisschen entspannter. 3 Uhr morgens aufgestanden. Es hat sich gelohnt. Auswärtssieg mal wieder. Wichtige 3 Punkte. Jetzt gibt es ja 2 Wochen Pause, Länderspielpause. Gar keinen Bock drauf. Aber dann sehen wir uns gegen Wismut Aue wieder. Ich bin jetzt hier auch, vielleicht kennt der ein oder andere hier die Schule, keine Ahnung. Ich bin einfach positiv überrascht und geflasht, was diese Jungs drauf haben. Ich glaube, wir sind jetzt aktuell auf Platz 10. Einfach, wow, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich hatte das direkt unterschrieben. Am Anfang der Saison, wenn man jetzt gesagt hätte, am 13. Spieltag sind wir auf Platz 10 und wir machen da wirklich einen richtig guten Job, beziehungsweise die Mannschaft, ich ja nicht jetzt, ne? Also ich habe damit ja nichts zu tun, aber Hertel und die Mannschaft einfach dicken Respekt, dass ihr uns hier so eine geile zweite Liga aktuell, eine geile Zweitliga-Zeit ermöglicht und jetzt macht's gut, ich werde mich jetzt mal schnell auf den Weg machen und dann zurückfahren, das Video in der Bahn schneiden, haut rein, wir sehen uns in 2 Wochen, Auswärtssieg. Und bis zum nächsten Mal.